Rapid besiegt den LASK, Österreich holt Gold bei der Rodel-WM und Marco Schwarz muss auf die Slalom-Kristallkugel warten. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Nach 15 Bundesliga-Runden kristallisiert sich Rapid immer mehr zum ersten Verfolger von Red Bull Salzburg heraus. Die Hütteldorfer bezwingen gestern im Topspiel LASK Linz mit 2:1. Es war bereits ihr 5. Sieg in Folge gegen die Stahlstädter. Mit diesem Sieg steht die Mannschaft von Didi Kübauer nun bereits 5 Punkte vor Sturm Graz und 6 Punkte vor dem LASK. Bei den Oberösterreichern ist hingegen weiterhin kein Aufwärtstrend zu erkennen. Die Mannschaft von Dominik Thalhammer konnte in den letzten 5 Runden nur 4 Punkte holen. In den restlichen Spielen des gestrigen Abends besiegt der WAC den SKN St. Pölten mit 2:0. Die Austria muss sich in der Generali-Arena gegen die WSG Tirol mit einem 2:2 zufrieden geben. Marco Schwarz konnte sich gestern in Chamonix die kleine Kristallkugel nun doch noch nicht vor der WM sichern. Der ÖSV-Star ist gestern den immer schlechter werdenden Pistenverhältnissen zum Opfer gefallen. Der Zustand des Hangs hat sich von Läufer zu Läufer verschlechtert. Schwarz ist dabei vom 3. Zwischenrang auf den 6. Platz zurückgefallen. Auch Manuel Feller hat unter den schlechten Bedingungen gelitten und sich nach Platz 12 im ersten Durchgang letztlich Platz 11 geholt. Michael Matt muss sich nach dem 5. Platz am Samstag gestern mit Rang 16 zufrieden geben. Einzig Henrik Christoffersen hat den extremen Verhältnissen getrotzt und sich den Sieg geholt. 28 Hundertstel hinter ihm holen sich die beiden Schweizer Ramon Senhäusern und Sandro Simonet Platz 2 und 3. Ein Trostpflaster hat es für Österreich dann doch noch gegeben. Adrian Pertl hat sich nach dem 26. Zwischenrang Platz 4 geholt. Nach der Verschiebung vom Super-G der Damen in Garmisch bangt Italien nun um einen Topstar. Kurz vor der WM hat Sofia Goggia sich auf einer Nebenpiste in Garmisch-Partenkirchen eine Verletzung am rechten Knie zugezogen. Nach der Absage wegen Nebel ist Goggia auf einer Piste parallel zur Rennstrecke abgefahren. Dabei ist die 28-Jährige gestürzt und ist mit Schmerzen im Knie abtransportiert worden. Laut der ersten Diagnose hat die Weltcup-Seriensiegerin eine Verstauchung oder Zerrung erlitten und wird nun in Mailand weiter untersucht. Goggia gilt bei der WM in Cortina d'Ampezzo als eine der größten Hoffnungen der Gastgebernation. Sie hat in dieser Saison 4 von 5 Weltcup-Abfahrten gewonnen und war einmal Zweite. Madeleine Egle, David Gleischer und die Doppelsitzer Thomas Steu und Lorenz Koller holen sich gestern bei der Rodel-WM in Königssee WM-Gold. Das Quartett gewinnt überraschend den Team-Staffelbewerb mit 38.000stel Sekunden Vorsprung auf Deutschland. Für Österreich ist es die erste Teammedaille bei einer WM seit 1999. Den 3. Platz beim Team-Staffelbewerb konnte sich Lettland sichern. Nachdem am Samstag in Willingen keiner unserer ÖSV-Adler unter den Top 10 gelandet ist, sind gestern beim 2. Springen im Schwarzwald Stefan Kraft auf den 6. und Daniel Huber auf den 7. Platz gesprungen. Den Sieg hat sich wieder der Weltcup-führende Halvor Egner Granerud vor dem Polen Piotr Züller und dem Deutschen Markus Eisenbichler geholt. Dänemarks Handballer haben ihren Titel bei der WM in Ägypten erfolgreich verteidigt. Das Team setzt sich im Skandinavien-Duell gegen Schweden knapp mit 26:24 durch. In einem engen Finale konnten die Dänen erst in der Schlussphase die Partie für sich entscheiden. 2 Jahre nach ihrem Erfolg bei der Heimweltmeisterschaft können die Dänen damit ihre Dominanz im Welthandball untermauern. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen im KRONE.at Sportstudio. Boom, 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 boom.